Schönen guten Abend zusammen. Freue mich, euch begrüßen zu dürfen bei dem Live-Pitch von Enerkite. Mein Name ist Alexander von Preysing. Ich leite das Investmentmanagement bei Fundernation und darf euch heute auch durch diesen Live-Pitch begleiten. Ich erkläre gerade noch mal kurz den Ablauf. Zu Beginn noch mal der Hinweis, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, wir werden die Veranstaltung auch auf der Website zur Verfügung stellen. Denjenigen Investoren oder potenziellen Investoren, die jetzt nicht die Chance hatten, hier dabei zu sein. Und vielleicht kurz auch noch mal zum Fragenablauf. Es beginnt jetzt erstmal mit einer Präsentation und man kann dann schon Fragen stellen während der Präsentation, indem man Fragen in den Chat reinstellt. Die zweite Möglichkeit, Fragen zu stellen, wäre dann, indem man sich meldet mit dem Handzeichen. Ich würde dann denjenigen aufrufen, der würde sich kurz vorstellen und die Frage dann direkt stellen. Ich werde als Moderator das versuchen, ein bisschen zu bündeln, vielleicht thematisch, wenn die ganzen Fragen einlaufen. Ich werde es zumindest versuchen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, das war schon die Vorrede. Ich würde sagen, wir starten. Ich übergebe das Wort an den Florian Breipohl, CEO der Enerkite. Bitte schön, die Bühne ist deine. Ja, hallo, Florian Breipohl, herzlich willkommen hier zu dem Live-Pitch. Wir sind hier mit Christian Gebhardt hier in unserer Produktionshalle in Eberswalde. Und ja, ich würde kurz was zu meiner Person sagen. Ich arbeite seit 7 Jahren bei Enerkite, komme eigentlich aus dem Architektur- und Produktdesign-Bereich und hatte die Flügelentwicklung unter meiner Verantwortung und war dann lange Zeit als Projektleiter für ein Verbundvorhaben tätig mit verschiedenen Partnern und bin dann im Oktober zum Geschäftsführer berufen worden. Ja, dann mache ich mal weiter. Hallo, mein Name ist Nicole Allgeier. Ich bin seit 2,5 Jahren bei Enerkite dabei. Ich habe meine Masterthesis im Bereich Hinderniskenntlichmachung und Markierung für Enerkite geschrieben und betreue seitdem auch so diese ganzen Genehmigungsaspekte. Weiterhin bin ich auch für Kundenprojekte zuständig und Förderprojekte. Genau, und seit kurzem betreue ich auch die operativen Geschäfte für Enerkite. Noch kurz zu meiner Person. Joscha Jüstel, mein Name. Ich werde zukünftiger CFO bei Enerkite sein. Kurz auch zu meinem Hintergrund. Ich habe Management und Marketing studiert an der Freien Universität Berlin und bin dann erstmal in die Managementberatung gewechselt, wo ich jetzt 5 Jahre war und habe dort M&As von Finanzinstituten betreut. Das heißt, die komplette Verschmelzung von Genossenschaften und kenne Enerkite schon seit einigen Jahren und bin begeistert von der Idee und wechsle jetzt dann zum März dann zu Enerkite vollständig. Ja, ich bin Christian Gebhardt, Mitbegründer der Enerkite und ja, in der Vergangenheit auch zuständig für die Flügelentwicklung. Ist ja auch so ein bisschen Teil meines privaten Hintergrundes. Und bin jetzt seit neuestem die technische Leitung im Rahmen des Managements von Enerkite. Und wer jetzt höchst dagegen spricht, können wir auch gleich in die kurze Präsentation gehen. Ja. Dann würde der Florian mal den Bildschirm teilen. Ja, dann starten wir gleich, würde ich sagen. Enerkite hat sich ja der Höhenwindenergienutzung verschrieben. Ich kann zugleich die nächste Folie nehmen. Ja. Und ja, unser Ziel ist eigentlich vor allen Dingen Windstrom möglichst konstant verfügbar anzubieten. Das heißt, wir streben an, im Rahmen der regenerativen Energien eine höhere Verfügbarkeit zu erreichen. Wir haben jetzt hier mal so in den vollflächigen Tag geschrieben, also Solar, Wind in Schwarz und mal über den Tagesverlauf geplottet. Und wir hoffen, dass wir mit Flugwindkraftanlagen dann irgendwann in einen Bereich kommen, wo wir durch die Nutzung von Höhenwinden eine bessere Verfügbarkeit von regenerativem Strom erreichen können. Die Idee dahinter ist eben,
mit Kites in große Höhen, in größere Höhen aufzusteigen, dort wo also Wind stärker und beständiger weht. Also wesentlicher systemischer Vorteil von Flugwindkraftanlagen ist eben der Verzicht auf im Wesentlichen der Verzicht auf Strukturen wie insbesondere Turm und Fundament. Wir können also über die Seile in relativ große Höhen kommen und damit eben über den Blattspitzen heutiger konventioneller Anlagen arbeiten. Und das Ganze, und das ist jetzt insbesondere der Punkt, den Enerkite sich auch beim Produkteinstieg zunutze machen will, mit schon relativ klein skalierten Anlagen, eben auch für Eigenbedarfsdeckung und so weiter, in große Höhen kommen. Ja. Grob, wie ist so eine Anlage aufgebaut? Wir haben den Flügel gesteuert über drei Leinen, vergleichbar mit einem Surfkite oder mit gewissen Lenkdrachen auch. Dann haben wir eine Bodenstation mit einer Generatorwinde. Dort werden also die Seile verfahren und dort wird auch der Strom gewandelt über das Verfahren der Seile. In der Bodenstation befindet sich dann noch die entsprechende Steuerung, Sensorik und das Speichersystem. Und hier eben als Besonderheit bei Enerkite zum Starten und Landen von dem Kite ein rotierender Mast. Das Ganze sehen wir aber später noch im Video. Mhm. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier einen zyklischen Betrieb. Es gibt eine Erntephase, in der Strom erzeugt wird, und es gibt eine Rückholphase, in der der Kite wieder in eine Ausgangsposition zurückgebracht wird. Der Kite arbeitet in der Erntephase in einem automatisch gesteuerten Achtenflug, zieht er unter sehr hoher Last das Seil aus oder die Seile aus. In dieser Phase wird Strom generiert. Das Ganze dauert so knapp eine Minute. Man hat hier den Höhenhub, der hier mit ungefähr 100 Meter dargestellt ist. Wenn man da dann also quasi am Ende des Seils ist, dann wird der Kite über die Ansteuerung des Anstellwinkels in eine Art Sturzflug gebracht. Also eine sehr kurze, effiziente Rückholphase. Und von dort aus startet dann dieser Zyklus von neuem. Das Ganze heißt also im Endeffekt, dass wir hier erstmal eine nicht stetige, eine diskontinuierliche Stromproduktion haben. Das Ganze wird dann in der Bodenstation über einen Speicherakku verstetigt, sodass für den Verbraucher hier dieser Zyklus nicht mehr spürbar ist oder für das Netz. Ja, in Rotation wird der Flügel automatisch gestartet und gelandet. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine aufgewickelte, aufgerollte Start- und Landebahn für ein Flugzeug. Das hat den Vorteil, dass wir mit unserem System auch schon bei Windstille oder sehr geringen Winden vom Boden aus starten können und dann eben den Wind schon in großer Höhe ernten können. Ja, wir machen das seit 2010, gibt es Enerkite. 2012 haben wir unser System das erste Mal öffentlich vorgestellt. Da sind wir hier im Windpark Simonsberg anlässlich der Husumwind geflogen. Ich finde das ein schönes Bild, weil es nochmal illustriert, wie hier die damals 30 kW-Anlage schon über den Blattspitzen der 2 MW-Anlagen, glaube ich, damals geflogen ist. Ja. Und ja, jetzt vielleicht ein kurzer Blick so auf das. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf unsere Mitbewerber eingehen. Wir sind ja nicht alleine in diesem Technologiebereich unterwegs. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für die Fragen später. Letztendlich bestehen die Vorteile unseres Systems insbesondere durch den rotierenden Start- und Landemast darin, dass wir einen sehr leichten, aber trotzdem aerodynamisch sehr effizienten Flügel verwenden können, der auf jegliche
aktiven Antriebe oder Steuerelemente oder sonstige Funktionen in der Luft verzichten kann. Dadurch haben wir einen sehr hohen Ertrag, weil wir einen sehr leichten Flügel haben, bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten bereits ernten können. Bringt dann letztendlich eine hohe Verfügbarkeit und geringe Stromgestehungskosten. Ja, und also dadurch, dass wir eben speziell auch bei Schwachwind schon Strom produzieren können wirtschaftlich, sind wir halt in der Lage, an Land die geeigneten Gebiete zu verdreifachen für Windkraft, die bislang für herkömmliche Windräder nicht in Frage kommen. Und damit steigen dann auch die Anwendungsmöglichkeiten für Windkraft im Allgemeinen. Hierfür haben wir dann eben auch verschiedene Produktskalierungen vorgesehen. Dadurch, dass wir eben diesen niederkomplexen Flügel haben, sind wir besonders gut in der Lage zu skalieren, also auch in verschiedene Größen zu gehen. Wir haben dadurch eine ganz gute Entwicklungsroadmap, weil wir in jeder Skalierungsstufe eigentlich einen ausreichenden Markt haben. Das heißt also, in jeder Stufe haben wir eben genug Absatzmöglichkeiten und können sozusagen stufenweise entwickeln und dabei das Risiko eben gering halten, sodass wir also nicht gleich mit großen Megawattstrukturen anfangen müssen, die halt eben entsprechend das Entwicklungsrisiko bergen. Und das Einstiegsprodukt wird eben diese EK200 sein. Wir gehen dann auch relativ früh in die Entwicklung der EK1M dann rein. Genau, und das sind so unsere Hauptanwendungsgebiete, die wir jetzt in der ersten Stufe auch im Blick schon haben. Das ist einmal die Eigenstromversorgung im ländlichen Raum. Bei Landwirten, landwirtschaftlichen Betrieben. Da haben wir im Moment sehr viele Anfragen, auch aus dem bayerischen Raum sehr viel, die eigentlich die Anlage jetzt schon gerne hätten. Kann man auch verstehen mit den heutigen Strompreisen. Also da sehen wir halt einen ganz guten Markt für uns und Match. Dann haben wir den E-Mobility-Markt im Blick, auch schon mit EK200. Da sind wir jetzt gerade dabei, wir haben jetzt so einen Vertrag zu einer Kooperation mit einem großen Automobilhersteller in Deutschland, mit dem wir zusammen das Konzept für eine dezentrale autarke Ladeinfrastruktur mit Enerkite-Strom entwickeln wollen als Konzept und sozusagen als Folgevorhaben dann eben auch die Realisierung einer solchen Ladestation. Und dann haben wir eben diese Bereiche Diesel Replacement weltweit. Also da geht es um diese Mini-Grids, die so in der Regel zwischen 10 Kilowatt und 1 Megawatt Leistung beanspruchen und im Moment mit Diesel betrieben werden. Also da haben wir einen ganz großen Markt vor uns und natürlich die Stromversorgung von Inseln, jetzt hier zum Beispiel Griechenland, wo eben mit Schweröl Strom produziert wird. Da sehen wir auch eine gute Chance einzusteigen. Genau, dann stelle ich noch unser Betriebskonzept vor. Was wir jetzt hier sehen, ist die 100 kW-Anlage in einer Parkkonfiguration. Also wir fliegen bis zu 300 Meter Höhe. Die Abstände zwischen zwei Anlagen beträgt 180 Meter. Wir haben jetzt einen Radius, in dem wir keine Gebäude haben möchten und auch keine Züge und große öffentliche Straßen. Der beträgt momentan 500 Meter. Den möchten wir aber, wenn wir dann Sicherheit im Betrieb haben, gerne verringern. Weiterhin kann man auch sektoriell betreiben. Das heißt, wir brauchen gar nicht diesen vollen Radius, sondern wir können eben entsprechend der Hauptwindrichtung an einem Standort in einem kleineren Gebiet betreiben. Dann gibt es den 25 Meter Sicherheitsradius. In dem Bereich wird eben für Starten und Landen gerüstet. Da darf auch dann langfristig niemand hin. Und falls ein Systemfehler sein sollte, kann die Steuerung eben unseren Flügel in diesen Bereich ziehen. Zur Genehmigung ist an der Stelle zu sagen, dass es keine festen Genehmigungen noch gibt für Flugkraftanlagen. Wir sind dafür in verschiedenen Gremien auf nationaler und internationaler Ebene
tätig. Es gibt ein sogenanntes Risk Assessment auf EU-Ebene, mit dem man eben die Risikowirkung von unbemannten Flugsystemen einordnen kann. Das ist ein ganz gutes Handwerk schon jetzt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es zu minimieren. Auch wir selbst haben eine Mitigationsstrategie für uns ausgedacht, und zwar die bedarfsgerechte Hindernisvermeidung. Damit kommen wir zu einem technologischen Vorteil unseres Systems gegenüber klassischer Windkraft. Wir würden Flugzeuge detektieren mit verschiedenen Systemen, Radartechnologie etc. Detektieren die und können dann, wie die Windkraftanlagen nachts ihr Licht anschalten, unsere Flughöhe absenken und so ausweichen. Genau, und auch das planen wir dann im nächsten Jahr mit unserem Prototypen im Proof of Concept Form darzustellen. Ja, also für unsere Produktentwicklung haben wir ein ganz gutes Entwicklungs- und Kundennetzwerk aufgebaut inzwischen. Also wichtiger Partner ist hier vor allen Dingen DLR und Invent zusammen für die Flügelentwicklung. Invent ist ein Hersteller von Airbus-Teilen und auch Satellitentechnik. Und wir haben auf Kundenseite halt vor allen Dingen ENGIE und EDIS Natur und werden jetzt in Zukunft, wenn wir da jetzt die jetzt veröffentlichen dürfen, kommt auch noch der Automobilhersteller hinzu und auch noch ein großer Anlagenbauer. Da sind wir aber jetzt noch an die NDA, an der Verschwiegenheit gebunden, können das noch nicht veröffentlichen. Ja, genau. Und also mit den Partnern zusammen gehen wir jetzt eben in diese Produktentwicklung rein. Wir haben jetzt in 21 den Proof of Concept erreichen können, also dass sozusagen das gesamte System vollautomatisch so funktioniert, wie wir das vorgesehen haben. Das haben wir jetzt in 22 noch mehrfach wiederholt unter verschiedenen Wetter- und Windbedingungen. Und sind jetzt dabei, den Prototyp zu bauen. Dazu haben wir jetzt eben ja auch diese Produktionshalle hier und eben auch die entsprechenden Zugmaschinen und Auflieger, was wir jetzt so brauchen für diese Anlage, und sind dabei jetzt auch mit den Mitteln aus der Crowd und auch von anderen Investitionen eben die Anlagenteile jetzt auch zu bestellen, zu beschaffen. Denn die Konstruktion ist schon fast abgeschlossen von der Anlage. Genau, und dann geht das eben weiter in die Richtung Vorserie. Also ab Anfang 2024 bereiten wir dann die Pilotbetriebe vor mit den verschiedenen Kunden, die wir jetzt schon in Verhandlungen haben. Und dann eben ab 2025 geht es dann in die Vorserie und Markteinführung wäre dann 2027 von der EK200. Und parallel dazu gehen wir dann auch in die Entwicklung der größeren Anlagenklasse. Genau, und weil der Proof of Concept jetzt für uns auch sehr wichtig war, auch fürs Team, aber jetzt auch für die Investoren oder die Investments, würden wir ganz gerne den kurz zeigen. Es ist ein 2-Minuten-Film und ja. Christian kann ein bisschen erklären, was da gerade zu sehen ist. Genau, wir haben hier eine Flugfahrtaufzeichnung aus einem ungefähr einstündigen Flug jetzt in diesem Sommer. Hier erkennt man ganz schön die Bahn und die einzelnen Flugphasen, die hier auch nacheinander aufgezeichnet sind. Also der Flug bestand ganz normal aus Starten, Landen und so weiter. Das haben wir jetzt letztendlich hoffentlich gerade noch gesehen. Sonst müssen wir nachher nochmal ins Video klicken. Hier haben wir jetzt einfach mal Videomaterial aus diesem Flug. Man sieht hier schön die einzelnen Sequenzen. Hier den Moment, wo der Kite gerade vom Mast abdockt und dann in die Rotation geht. Es fällt vielleicht schon auf, dass der Kite mal in der Rotation langsamer fliegt und mal schneller. Das ist geschuldet der jeweiligen Position des Mastes zur Windrichtung. Hier sehen wir jetzt den Übergang von dem Rotationsflug in den achten Flug. Jetzt sehen wir, wie der Kite sich langsam von der Bodenstation entfernt, wird etwas kleiner. Das ist jetzt im Prinzip die Erntephase, wo die Leine länger wird. Und alsbald geht dann das Ganze jetzt hier in die Rückholung.
Vielleicht dazu ein kleiner Einschub. Wir fliegen hier jetzt mit sogenannten Trainer-Kites. Das sind halbstarre Flügel, die nicht denen entsprechen, die wir dann im Produkt verwenden. Mit diesen Flügeln ist eine Rückholung direkt im Sturzflug noch nicht getestet worden. Die eignen sich dafür auch nicht besonders gut. Das ist dann also den starren Kites vorbehalten, die jetzt dann im nächsten Jahr in die Erprobung gehen. Ja, dann zum Abschluss hier die Landephase. Es geht dann genauso wie im Start in einigen Rotationen. Hier dann bis zum Andocken und den Mist. Gut, ja, das war's hier zu dem Filmchen. Ja, also genau, also wir wären jetzt mit der Präsentation soweit durch. Also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn der ein oder andere, der hier mit teilnimmt, jetzt sich auch entschließen könnte, in uns oder in unsere Firma zu investieren. Ich denke, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Ne? Wir haben jetzt also den Beweis, dass die Technologie funktionsfähig ist. Und wir sehen ja auch, wie die politische Lage im Moment aussieht. Also die Bedingungen sind ja eigentlich ganz gut, um jetzt auch so eine Technologie nach vorne zu bringen, um eben den Klimawandel aufhalten zu können. Und ja, also ich sehe halt da, dass wir wirklich einen sehr hohen Kundennutzen darstellen können mit dieser Anlagentechnik und eben wirklich für eine Verbreitung der Windenergie sorgen können, wenn wir das in die Welt bringen. Und ja, also ich denke, es ist auch ein super Team, was wir hier zusammengestellt haben, was seit 10 Jahren jetzt hier wirklich auch mit Herzblut an der Sache ist und sich auch nicht hat abbringen lassen von einer sehr intensiven Entwicklung dieses Start- und Landesystems, was uns 5 Jahre eigentlich sehr beschäftigt hat und ja, uns auch ganz schön gefordert hat. Aber wir sind so als Kern halt immer noch ja, zusammen und immer noch am Ackern. Und wir würden uns freuen, wenn, ja, wenn der ein oder andere zum Team dazustößt, sozusagen. Herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Präsentation an das ganze Enerkite-Team. Jetzt geht's los mit den Fragen. Und ich würde nochmal erklären, wie das Fragen funktioniert. Also zum einen können die Fragen in den Chat geschrieben werden. Oder aber man meldet sich direkt, stellt sich kurz vor und ich rufe, beziehungsweise meldet sich, ich rufe den oder diejenige auf und dann stellt sich der oder diejenige kurz vor und stellt die Frage. Ich fange vielleicht mal mit einer Frage an, zum Aufwärmen, nämlich jetzt, der Kite kommt also höher als klassische Windkrafttürme, 300 Meter habe ich jetzt entnommen. Ist denn da der Wind jetzt so zuverlässig, dass man da sagen kann, jetzt ist da eine Energieautarkie möglich, also erneuerbare Energien, wo immer Energie produziert wird, ist das ein Bereich, wo man jetzt dann sicher sein kann, dass Energie immer da ist, oder brauchen wir da auch noch Batterien? Ja, also das ist natürlich sehr standortabhängig. Es ist letztendlich aber so, dass man also auch mit dieser Technologie nicht zaubern kann. Es ist allerdings auch so, dass in jeder Enerkite-Anlage ein Batteriesystem prinzipiell vorgesehen ist. Das ist nicht nur, ich sag mal, dem Nutzen der konstanten Stromabgabe geschuldet, sondern auch ganz einfachen Sicherheitsaspekten. Also ein Zwischenspeicher, ein Speichersystem wird immer Bestandteil einer Enerkite-Flugwindkraftanlage sein, zumindest wenn sie als Einzelanlage daherkommt. Also eine gewisse Form der Verfügbarkeit ist darüber schon garantiert. Okay, vielen Dank. Dann greife ich mal eine Frage aus dem Chat auf, die hätte ich mir auch gestellt, nämlich Start und Landung. Kann das jetzt komplett automatisiert, also ohne Personal, realisiert werden?
Wenn ja, gibt es da Mindestvoraussetzungen? Also braucht man da Mindestwindstärke, damit so ein Kite starten kann? Also. Ja, also das ist interessant. Also dieser Vorgang des Starten und Landens, der hat bisher ausschließlich automatisiert funktionieren können. Der Hintergrund ist, dass ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, diese äußerst komplexen Vorgang überhaupt zu kontrollieren. Und wir sind mit unserem System in der Lage, bei Windstille zu starten. Also wir können im Prinzip stundenlang da im Kreis fliegen. Das ist halt nur nicht besonders sinnvoll. Also wir können am Boden bei Windstärke 0 starten. Das ist halt zum Beispiel dann interessant, wenn in größerer Höhe bereits die 3 Meter, 3,5 Meter Wind da sind, die dann schon zur Stromerzeugung ausreichen. Mhm. Das ist eben einer der wesentlichen Vorteile, dass man nicht auf Startwind sozusagen am Boden angewiesen ist. Okay, die nächste Frage geht eigentlich in diese Richtung, das habt ihr schon kurz erklärt, aber die Frage ist trotzdem nochmal wichtig. Die Entwicklungszeit seit 2010, also der Gründung, erscheint mir sehr lang zu sein. Was dauert so lange und wo waren die großen Hürden der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft natürlich? Also gibt es nochmal so eine lange Entwicklungszeit? Ist das zu erwarten? Ja, also das ist natürlich eine wichtige Frage. Wir haben bei der Firmengründung eigentlich einen ziemlichen Blitzstart hingelegt. Wir haben 2010 die Firma gegründet, 2011 hatten wir die Bodenstation und 3 Monate, nachdem die Bodenstation in Betrieb genommen war, sind wir automatisiert geflogen. 2012 dann bereits öffentlich im Demobetrieb in Husum. Das ging also alles sehr schnell. Und wir haben uns dann einiges an Zeit gelassen für Konzeptarbeit, für das Starten und Landen und haben dann einiges an Zeit gebraucht, um dieses in der Entwicklung extrem anspruchsvolle Start- und Landesystem auch umzusetzen. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir in unserer Planung damals schon einfach zu optimistisch waren. Den Aufwand, der da insbesondere für die Regelung, für den Autopiloten erforderlich ist, aber auch für die ganze Betriebsführung, den haben wir auf jeden Fall unterschätzt. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir zusammen mit auch Aspekten wie Unterfinanzierung und so weiter da also 5 Jahre an diesem Thema gearbeitet haben und deswegen auch sehr froh sind, dass wir jetzt es im Griff haben. Die Risiken für die zukünftige Entwicklung sind da aus unserer Sicht weitaus weniger spektakulär. Wir sind jetzt eigentlich mit dem erfolgten Konzeptbeweis durch alle wesentlichen Schritte der Technologieentwicklung gegangen und die Herausforderung, die bleibt, ist das Ganze jetzt in allen Bereichen auf eine Serienreife, auf eine Produktreife zu bringen. Also die Arbeit geht mehr jetzt von der Pionierforschung hin zur Fleißarbeit, sage ich jetzt mal vereinfacht, wo das Risiko eher dann der Arbeitsaufwand ist, als die Frage, hey, ist das eigentlich überhaupt noch machbar? Oder ist es überhaupt machbar? Und die zeitliche Einschätzung, nochmal 5 Jahre Entwicklung, ist dann nicht mehr zu erwarten? Ja, also die zeitliche Einschätzung, jetzt da nochmal in die Entwicklung zu investieren, in der Frage nicht, nee. Okay, dann die nächsten beiden Fragen. Natürlich unter der... Vielleicht wichtig ist natürlich zu sagen, eine wichtige Prämisse ist natürlich die Einhaltung auch der Finanzierung, was natürlich für ein Entwicklungsunternehmen wie unseres auch eine Herausforderung darstellt. Ja, und der Personalaufbau, ne? Das müssen wir auch sagen. Ja, verstanden. Dann gehe ich mal zu den nächsten beiden Fragen, die fasse ich mal zusammen. Also einmal die Frage, wie lange können die Anlagen theoretisch in der Luft bleiben? Und die Frage, planen Sie einen generellen 24/7 automatisierten Betrieb?
Das hängt ja wohl zusammen. Also wie lange ist die Betriebszeit ohne Unterbrechung möglich? Also grundsätzlich 24/7 tatsächlich. Es wird aber Wartungspausen geben, die irgendwie also halbjährlich vielleicht durchzuführen sind. So genau können wir das jetzt noch nicht sagen. Dazu fehlt uns einfach Erfahrung im Dauerflugbetrieb, wie sozusagen Wartungsintervalle zu setzen sind. Wir gehen aber davon aus, dass wir da jetzt so halbjährlich dann mal einen Check machen können. Das wäre dann eine kurze Unterbrechung des Dauerbetriebs und wir gehen davon aus, dass wir dadurch dann eine Verfügbarkeit eben von etwa 6.000 Volllaststunden im Jahr erreichen können, je nach Standort natürlich auch, ne? Was natürlich, es gibt natürlich auch Tage, wo auch in großer Höhe mal kein Wind ist oder zum Beispiel, wenn sich ein Gewitter ankündigt und in diesem Fall wird der Flügel gelandet. Das heißt, die Anlage ist dann quasi im Standby-Modus. Okay, nächste Frage, da geht es ein bisschen um die Wirtschaftlichkeit. Also die prognostischen Kosten pro Einheit, der Wartungsaufwand pro Einheit und vielleicht der prognostizierte Jahresertrag. Anders formuliert, können Sie schon sagen, mit welchen COI Sie die Serienprodukte planen oder sind die Planungen dafür noch nicht valide? Ja, also wir gehen ja davon aus, dass die Anlagen unter einer halben Million Investitionskosten sein werden. Und davon 6% operative Kosten dann aufkommen werden. Aber es ist, um ehrlich zu sein, ist das noch nicht sehr scharf, ne? Denn wir haben die Anlage jetzt als Produkt noch nicht konzipiert, ne? Was wir jetzt haben, ist ja der Prototyp, der jetzt mal ein Schritt dahin ist. Und da gibt es halt noch in einigen Bereichen Unschärfen, was jetzt zum Beispiel auch die Seilführung angeht, die große Auswirkungen auf die Lebensdauer des Seils zum Beispiel hat. Ne? Und deswegen ist das noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, muss man ehrlich sagen. Okay, dann ist noch mal eine Frage zur Haltbarkeit. Also auf welche Lebensdauer werden die Anlagen ausgelegt? Ich gehe mal davon aus, da ist viel Mechanik drin, viel Verschleiß auch. Also wie lange hält so eine Anlage? Also die Projektlebensdauer ist auf 20 Jahre ausgelegt. Das betrifft vor allen Dingen auch die Bodenstation. Dazu kann man halt sagen, dass wir dadurch, dass unser System Design, also unser ja, also wie die Anlage sozusagen ausgelegt ist, es ja so ist, dass wir unten am Boden diese Bodenstation haben, die ja alle, sag mal, beweglichen und sicherheitsrelevanten Teile enthält. Und dort können wir eigentlich sehr robust und schwer bauen, denn das hat ja keine Auswirkungen auf die Effizienz des Flügels. Na, und der Flügel ist ja sehr niederkomplex, das heißt, dort haben wir eigentlich relativ wenig Ausfallprobleme können entsprechend eben robust unten sein und oben halt sehr effizient sein. Der Flügel, der wird auf eine Lebensdauer von 60.000 Stunden ausgelegt werden, also 10 Jahre. Da müssen wir mal sehen, wie weit wir da kommen. Wir haben eine neue Flügelbauweise in der Patentierung, die es noch nicht gibt, also die halt verspricht, dass wir da sehr robuste Flügel bekommen, die trotzdem sehr steif und ja, langlebig sind. Ja. Und vielleicht nochmal zum Wartungszyklus, das ist bei mir zumindest jetzt eben untergegangen. Wie intensiv ist der Wartungszyklus? Ist es alle 2-3 Tage oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, also ich würde mal sagen, alle paar Monate jetzt mit der Genauigkeit, die wir jetzt bringen können. Ne? Ja, also das verschleißintensivste Teil ist das Seil, wo wir von einer Austauschrate von derzeit, nach jetzigem Stand, gehen wir von einer Tauschrate von 2 Jahren aus. Das bedarf allerdings guten Monitorings und gehen davon aus, dass wir die Anlage halbjährlich warten. Das ist, sagen wir mal, das Ziel in der Entwicklung und im Testbetrieb dann dahin zu kommen. Hier nochmal eine Frage zur maximalen Höhe. Was ist da die maximale Höhe? Also geht es noch höher als 300 Meter oder was ist hier sinnvoll? Wo sind die technischen Grenzen? Es geht höher.
Es ist nur nicht mehr wirtschaftlich. Es ist zwar so, dass auch weiter oben das Windangebot zwar interessant ist, aber da kommt ein anderer Faktor ins Spiel und das ist der Widerstand, den das Seil hat, der Luftwiderstand. Und wenn das Seil immer länger wird, ist dieser Widerstandsanteil immer größer, bremst die Geschwindigkeit des Kites und das drückt hart auf die Wirtschaftlichkeit, genauso wie das Seilgewicht auch. Also da ist auch mit aller modernsten Materialien, kommt man da an Grenzen. Es ist allerdings so, dass größer skalierte Anlagen etwas weniger Probleme mit haben. Es trifft insbesondere die kleinen Anlagen. Also eine große Anlage ist wahrscheinlich auch interessant an 400 Meter Höhe zu betreiben. Oder an 500. Ja. Standortabhängig natürlich auch. Okay. Dann schiebe ich jetzt mal eine Frage ein der Nachhaltigkeit, nämlich das Thema Vogelproblematik ist ja bei den Windkrafträdern, ja. Bei den Windmühlen ist es ja ein Problem. Wie ist es bei einem Enderkite, die Seile, sieht der Vogel die? Also generieren wir da auch Probleme, ja. In ähnlicher Größenordnung? Also ja, genau, momentan ist es so, wir haben ja auch hier das Problem, dass wir nicht ausreichend Dauerbetrieb haben, um da jetzt irgendeine fundierte Aussage zu treffen. Wir wollen gerne mit dem nächsten Prototyp, es ist im Förderprojekten eingeplant, dass wir da eben externe Gutachter haben, die das Ganze begleiten. So geht es der ganzen Branche ein bisschen. Also Stand jetzt ist, dass es da noch keine Vorfälle dazu gibt. Die Wirkungen sind unterschiedlichster Art. Genau, aber also erstmal um alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und da nichts zu gefährden, sind wir natürlich immer außerhalb von Vogelschutzgebieten oder Naturschutzgebieten. Momentan ist es so, dass wir erwarten, dass es sehr gut funktioniert mit Vögeln. So war eben auch unsere Erfahrung jetzt. Ich würde gerne aber verzichten darauf, eine feste Aussage zu treffen. Das muss einfach warten. Kann ich noch was ergänzen? Also es gibt ja jetzt bei den Windrädern auch diese Vogelerkennung mit Kamerasystemen, die sozusagen, wenn sich ein Vogel oder eine Fledermaus annähert, die erkennt und dann stehen bleibt. Und wir könnten dann sozusagen mit dem Kite ja einfach ausweichen und so weiter betreiben, aber eben nicht in der Flugbahn des Vogels. Ja, also einen wichtigen Aspekt möchte ich jetzt auch noch ergänzen. Das ist die Fluggeschwindigkeit dieser Kites. Die sind insgesamt weitaus langsamer unterwegs als die Rotoren oder die Blattspitzen von Windkraftanlagen. Und auch aus dem Grund erhoffen wir uns da etwas weniger Beeinträchtigung beim Vogelflug und bei Fledermäusen sind wir wahrscheinlich eh raus aufgrund der hohen Einsatzhöhe. Okay, dann hier nochmal ganz konkret die Frage nach den Volllaststunden. Also mit wie viel Volllaststunden rechnen Sie pro Jahr? Da ist jetzt quasi mal kalkuliert worden, Folie 2 spricht von 80%. Wenn es dann 7.000 Stunden pro Jahr? Also, nee, 80% war Landfläche. 80% war Landfläche? Ja, genau. Also wir rechnen mit einem typischen Binnenstandort mit 5.500 Volllaststunden, je nach Windbedingungen. Auf 7.000 kommen wir eigentlich jetzt auch nicht an, außer an totalen Spezialstandorten. Ja, hier steht 80%. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Start- und Landeprozess. Das ist auch sehr spannend. Also ein Nutzer fragt, PV, aber auch Windkraftanlagen werden von Netzbetreibern bei Bedarf abgeschaltet. Ich vermute, dass dies auch beim Enderkite der Fall sein würde. Fragezeichen. Wie schnell kann der Enderkite starten, landen bzw. hier reagieren? Und wie verschleißintensiv sind häufige Starts und Landungen für den Enderkite? Das ist eine gute Frage. Also das Starten und Landen geht relativ zügig, also da reden wir von wenigen Minuten, die der Flügel braucht, um auf Betriebshöhe zu kommen. Beim Landen ist es sogar so, dass wir halt innerhalb von 30 Sekunden sozusagen in den Landeanflug übergehen können und dann zieht er eben seine 2-3 Kurven und ist dann da. Also das wird im Minutenbereich stattfinden.
Und der Hauptverschleiß des Flügels ist eigentlich nicht beim Starten und Landen, sondern vor allen Dingen im Erntebetrieb, weil dort sehr, sehr viele Zyklen, also ein Zyklus dauert ja eine Minute, währenddessen fliegt der Kite ja einen achten Flug. Und dieser achte Flug besteht ja aus Kurvenflug und Geraden. Das heißt, es gibt dort halt eben unterschiedliche Lasten. Und gerade auch in der Rückholphase ist der Flügel völlig entlastet. Ne? Und dann geht das wieder in die Vollbelastung bei der Produktion. Das heißt, dort wird auch der Flügel ganz ordentlich beansprucht. Und natürlich das Seil, das sozusagen im Pumpbetrieb ja, permanent sozusagen durch die Seilführung durchgezogen wird, ne? Und sozusagen da eben Verschleiß erfährt. So dass man vielleicht auch von Zweibereichseilen dann später auch mal sprechen kann, wo man eben den Arbeitsseil oder den Hubbereich des Seils eben mit einer anderen Seildurchmesser oder einer anderen Seilkonfiguration eben versieht. Okay, hier nochmal eine ganz praktische Frage. Stört Schneefall die Flugeigenschaften des Kites? Würde ich mal gleich erweitern. Stört Regenfall die Flugeigenschaften des Kites? Also Regen ist nicht so ein Problem. Schnee ist tatsächlich ganz interessant. Sind wir gerade dran, zu schauen, wie sich das auswirken kann. Wir haben ja diesen Vorflügel am Flügel, ne, diesen sogenannten Sled. Ne, und da müssen wir schon mal schauen, was da passiert bei starkem Schneefall. Ne. Das ist durchaus ein Thema, können wir noch nicht so beantworten, weil wir da noch nicht im Schnee geflogen sind oder auch nicht sozusagen in einem Teststand beschneit haben. Aber da sind wir gerade mit der TU im Gespräch für so einen Bewitterungsversuch. Okay, jetzt habe ich eine Finanzierungsfrage, die stelle ich mal ein bisschen zurück, denn da habe ich auch noch mal eine Frage dazu. Bleiben wir bei den technischen Fragen. Die nächste Frage wäre, welche Nennleistung hat das angesprochene System, welches ca. 500.000 Euro kosten soll? Ja, also die Nennleistung sind 100 kW und das ist quasi die Ausgabenennleistung. Also da ist der Zyklus schon rausgemittelt. Und also Zielpreis sind, glaube ich, 350.000. Okay, weil vorhin fiel die Summe von 500.000, dann wird es noch ein bisschen günstiger. Ja, also unter, okay. Genau. Also ich hatte gesagt, dass wir versuchen, also unter eine halbe Million zu kommen. Ne? Und bei der Serie später ist dann das Ziel auf 350.000. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit diesen, sag mal, harten Zahlen, ne? In der jetzigen Phase. Okay. Dann ist aber eine Frage, die ihr sicher beantworten könnt. Planen Sie einen Festflügel mit Carbonfasern? Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir ja schon Hochleistungsflügel haben, die eine Carbonstruktur aufweisen. Und das wird auch weiter so ausgeführt werden. Auch die Bauweise, die wir erfunden haben, basiert auf einer Kohlefaserstruktur, die halt bespannt ist mit einem Spezialgewebe. Das ist ein Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, was von einem Luftfahrtausrüster kommt, also auch luftfahrtzertifiziert ist, was wir ja nicht brauchen, aber das ist halt eben zertifiziert, dieses Material, und das ist eben extrem leicht. Ah, genau. Ich bin ja nur gerade. Ja, das ist mal so ein Flügelelement von unserem Hochleister, genau, von der vorne, und warte mal, du musst es ein bisschen drehen. Ja, ich sehe es nicht. Genau. Aber hier sieht man den Spalt vielleicht. Ja, genau. Also hier ist der Sled, das ist das Schwarze, und hier, das ist wie so eine Trommel, ne? Das ist die Bespannung, und alles, was da drunter ist, ist eben diese Kohlefaser-Rippenstruktur. Und es ist sehr leicht, ja, kann man hier mit einer Hand halten. Genau. Super. Ja, dann habe ich schließlich gleich mal eine Frage dazu an. Das scheint mir ein Spezialist zu sein, der sich auch gut auskennt. Die Frage ist, was halten Sie von einem Carbon-Kite mit integrierter Steuerung mit nur einem Seil? Ja. Wir haben ja diese verschiedenen Ausführungen, haben wir sehr, sehr intensiv untersucht. Und es gibt auch natürlich von dieser Ausführung systemische Vorteile. Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass der Seilwiderstand anteilig etwas geringer ist. Aber es gibt eben auch Nachteile. Eine Steuerung im Flügel erfordert eben sehr leichte und sehr zuverlässige Aktoren, die darüber hinaus auch noch mit Energie versorgt werden müssen. Und das erhöht den Preis, erhöht das Gewicht des Flügels.
und ist eben eine Herausforderung für die Zuverlässigkeit. Das waren eigentlich die wesentlichen Gründe, insbesondere das Flügelgewicht, warum wir uns dagegen entschieden haben. Ja, und der Wartungsaufwand, der natürlich steigt. Okay. Ne? Hier ist noch ergänzend erwähnt, wenn das Seil einen tropfenförmigen Querschnitt hätte, könnte es aerodynamisch deutlich weniger Luftwiderstand haben und die Flughöhe deutlich vergrößert werden. Ja. Ja, es gibt zu dem Thema, ich glaube, seit Jahrzehnten würde ich fast behaupten, intensive Forschungsarbeiten und auch schon eine Fülle von Patenten. Letztendlich ist es in der Vergangenheit und bis heute nicht geglückt, solche Seile herzustellen, insbesondere so, dass sie geeignet sind, in diesem zyklischen Betrieb auf- und abgerollt zu werden. Dann hier nochmal die Frage zur Höhe. Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon, aber ich lese trotzdem nochmal vor. Ist eine größere Höhe regulatorisch gut möglich oder gibt es Probleme mit der Luftfahrt? Also die regulatorische Höhe, ab wann es Unterschiede gibt, sind diese 100 Meter. Bis 100 Metern kann man hinderniskenntlich oder muss man das Hindernis nicht kenntlich machen. Das heißt in unserem Fall aber wichtig, also nicht die Seillänge 100 Meter, sondern tatsächlich die Flughöhe 100 Meter. So haben wir auch schon Genehmigungen bewirkt. Gerade als wir Starten und Landen getestet haben, war es nicht notwendig, dass wir da über diese 100 Meter rausgehen und hat dann folglich auch eine deutlich leichtere Genehmigung nochmal. Bringt die mit sich und alles, was da drüber ist, ist eben ein längeres Genehmigungsverfahren. Aber es ist egal, ob es 300 oder 500 Meter anpeilen. Ich hätte mal die Frage, wie lang war bei euch bis jetzt der längste Dauerbetrieb? 72 Stunden Dauerbetrieb. 72 Stunden, okay. Dann noch mal eine Frage zu den Einsatzgebieten. Das hätte ich mir auch aufgeschrieben, nämlich was sind jetzt genau die Märkte, die Enerkite zu Beginn angeht? Also was ist eure Markteintrittsstrategie? Ja, also Markteintritt ist erstmal so, dass wir eben für diese EK 200 den Markt suchen und das ist vor allen Dingen jetzt für die Entwicklung, also für unsere Entwicklung so, dass wir da vornehmlich jetzt in Deutschland schauen nach Pilotprojekten zur Eigenstromversorgung und dann aber auch sagen wir in einem nächsten Schritt international schauen, also außerhalb von Europa auch, die eben diese Bereiche der Minigrids-Versorgung. Da sehen wir, dass wir da ganz gut reinpassen. Muss man aber auch dazu sagen, dass wir da noch nicht konkrete Kontakte haben. Also die hauptsächlichen Anfragen und die, sag mal, die Kundenliste, die wir führen, sind hauptsächlich aus dem deutschen Raum eben die Landwirtschaftsbetriebe. Na, und in dem nächsten Schritt sind wir jetzt gerade dabei, eben Kontakte auch ins Ausland aufzubauen dazu. Oder Nicole, kannst du vielleicht auch was dazu sagen? Ja, sozusagen eher dafür. Ich wollte gerade sagen, also es ist ganz interessant, wir kriegen natürlich auch Anfragen aus dem Ausland und also natürlich definitiv die meisten aus Deutschland. Genau, aber bisher ist es so, dass wir einfach irgendwie uns fokussieren mussten. Der erste Schritt war jetzt eben, dass wir da mit Industriekunden zusammenkommen. Die ganzen Kontaktanfragen aus dem Ausland haben wir genauso in diese Kundenliste aufgenommen. Und sobald wir irgendwie das Team soweit aufgebaut haben, dass wir da auch sinnvoll irgendwie im Ausland was betreiben können, gibt es da schon Kontakte, aber wir sind natürlich immer gerne offen für weitere. Also vielleicht, um da konkreter zu werden, gerade im afrikanischen Raum oder Chile zum Beispiel, ja, gibt es doch die ein oder andere Anfrage, die sich da an uns richtet schon. Okay, soweit zur Kundenseite und dann ist noch eine Frage zur Machbarkeit. Also wird eine externe Energieversorgung benötigt oder kann Ihr System auch an zum Beispiel Krisenorten ohne externe Energieversorgung eingesetzt werden? Also ehrlich gesagt ist das für uns ein super interessanter Bereich. Es gibt auch einige Studien vom es gibt eine Studie vom UNHCR, wo sie eben genau auf diesen Punkt kommen, dass eben die regenerativen Energien immer eine größere Rolle spielen werden. Bis jetzt ist es ja relativ schwierig, da die Windkraft zu etablieren, weil man ja immer sozusagen eine sehr, sehr intensive Site-Evaluation machen muss, weil die Anlage dann da steht und dann da verbaut ist. Und wir können ja dadurch, dass wir eben mobil sind, kann die Anlage halt an jeden Ort verbracht werden und kann auch eben umgesetzt werden. Insofern sehe ich das halt als einen sehr interessanten Markt für uns. Der ist aber wahrscheinlich nicht sehr groß, aber das ist trotzdem als Anwendung für uns sehr interessant.
Und nochmal zur Einsatzmöglichkeit. Jetzt, wenn man an Parks, an Windparks denkt, wie viele Anlagen Enerkites könnte man denn nebeneinander packen? Also so viel, wie man gerne möchte, ne? Also wir haben ja bei uns, das System ist bei uns ja so, dass wir zwei, also wir haben eine Redundanz in der Steuerung. Das heißt also, sowohl die Bodenstation kann alleine ohne Daten vom Flügel sozusagen die Position, die Lage und den Vektor des Flügels ausmachen. Wir haben aber oben im Flügel auch nochmal Lagesensoren, die sozusagen etwas präziser sind. Aber wenn die alle ausfallen, kann die Anlage den Flügel immer noch kontrolliert betreiben und auch dann landen. Und das bedeutet, dass wir eben in einem Parkbetrieb sicherstellen können, dass die Flügel sich eigentlich also nicht ins Gehege kommen. Und wir können sogar auch die Anlagen sozusagen über eine zentrale Steuerung oder eine Parksteuerung so steuern, dass die Flügel sich möglichst nicht verschatten gegenseitig, ne? Was ja auch immer ein Problem bei den Windrädern ist, dass sie sich halt gegenseitig verschatten, wenn sie sich im Weg stehen. Und das kann man sozusagen über eine komplette Parksteuerung dann eben auch verhindern. Insofern macht ein Park auch durchaus Sinn mit dieser Technologie. Okay, dann würde ich jetzt mal dem Herrn Blasek, der wartet, glaube ich, schon lange, das Wort erteilen. So, hier ist Blasek. Hören Sie mich? Ja, Jawohl. sehr gut. Ich wollte mal fragen, ob Sie sich damit beschäftigt haben, eine Kombination von Ihrem System mit einem Linearantrieb zu kombinieren. Ein Linearantrieb, wo unten praktisch ein Schlitten, Beispiel Transrapid, ja, brauche ich nicht groß erzählen. Ich habe Ihnen auch schon mal eine E-Mail geschickt, wo ich dieses Beispiel geschildert habe. Die Kombination würde ich ganz gut finden, weil dort die Energieernte wesentlich größer sein könnte, als wenn ich jetzt immer ein Seil hoch und runter fahre, sondern oben lasse den Flügel und dann nach links und rechts wie ein Kitesurfer im Grunde genommen Linearantrieb ziehe. Ein Schlitten praktisch mit Permanentmagneten drinne, den ich dann unten bewege. Und das vielleicht sehr offshore. Sag ich jetzt mal eine 2 Kilometer lange Strecke aufbauen und dort immer den Schlitten nach links und rechts immer an den Stirnseiten eine Wende mache. Haben Sie das mal Ja. untersucht oder ist das jetzt eine Utopie oder kann man das gleich verwerfen mit ein paar Worten? Also ich denke nicht, dass man die Idee verwerfen kann oder sollte. Wir haben über eine Bahn, ich sag's jetzt, ich nenne es mal anders, ich sag mal eine bahngebundene Wandlung am Boden nachgedacht und haben uns letztendlich dagegen entschieden, weil wir ein System haben wollten, was einen sehr geringen Flächen- und Raumbedarf hat. Und wir haben eine Herausforderung darin gesehen, auf unterschiedliche Windrichtungen, ja, mit einer Bahn in irgendeiner Weise sich festzulegen. Also entweder hat man einen Kreis, dann ist die Frage, es klappt für einige Richtungen, aber nicht für alle. Oder man hat eine Strecke dann vorzugsweise quer zur Windrichtung. Aber da legt man sich halt baulich fest. Also so sind wir von ausgegangen. An Offshore haben wir da noch nicht gedacht. Und das waren für uns zwei Gründe, warum wir das vom Ansatz zurückgestellt haben. Aber es hat auch interessante Vorteile, dieses Konzept. Also es ist überhaupt nicht abwegig. Meine Idee wäre sinnbildlich an einer Boje festgemacht, ein langer Steg, ja, der offshore auf dem Wasser im Grunde genommen sich ja dem Wind entsprechend ausrichtet. Ja. Und der Vorteil wäre, dass es sich selbst, also sei ich jetzt mal immer nach Lee geht, wissen Sie ja, wie das kann ich erklären. So, und der einzige Punkt wäre dann, wenn ich das offshore mache, da sind Wellen. Ja, Ja. und das ist so eine Sache, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das scheint also, das ist nicht ein normaler Holzsteg, das ist schon etwas Anspruchsvolles. Und da müsste man mal kalkulieren, wie das Ganze aussieht. Oder mag auch überhaupt eine Also Konstruktion machen, was ich würde überprüfen. vorschlagen, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, ich würde Ja. vorschlagen, das nehmt ihr mal auf und dann unterhaltet euch mal direkt mit dem Herrn Blasek. Das ist ja eine spannende Idee.
Führt uns aber vielleicht ein bisschen jetzt weg von unserem Thema. Richtig. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen bitte ich um Verständnis, Herr Blasi, dass wir dafür recht. Sie haben meine Adresse und Telefon und E-Mail, alles haben Sie. Perfekt. Das hören wir jetzt auf. Hm? Perfekt. Nein, also vielen Dank für Ihre Idee. Ich würde aber gerne noch weitermachen. Wir haben noch so viele Fragen im Chat. Nochmal sehr technisch. Was ist mit dem Durchmesser der Trommel? Für die Winde sind größere Durchmesser besser und für die Lebensdauer der Seile? Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall klares Entwicklungsziel, große Trommel, leichte Trommel, damit die schön dynamisch ist. Und da gibt es dann einfach nur noch den Trade mit den Herstellungskosten und dem Transportabmaßen. Aber da muss man einfach nur einen guten Kompromiss finden, damit die Anlage letztendlich nicht zu teuer wird und noch auf der Straße transportierbar bleibt. Wieder mal eine Frage zur Wirtschaftlichkeit. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das schon beantworten könnt. Was ist denn der kalkulierte LCOE an einem guten Standort? 10 bis 15 Cent, ne? So in der Bandbreite. Genau, mit der 100 kW-Anlage. Und wir haben das ja auch schon mal grob kalkuliert für die 1 MW, also die 500 kW-Anlage. Da planen wir dann unter 5 Cent und mit der der größten Anlage, ja, wäre es, also das ist ja noch lange hin, aber wären wir dann konkurrenzfähig mit der klassischen Windkraft, das wären dann diese circa 3 Cent. Ja. Genau. Aber in Gesprächen mit Kunden, Märkten oder auch selbst mit EVUs, also mit Stromversorgern, mit denen wir im Gespräch sind, merken wir, dass diese starke Fokussierung auf den LCOE etwas abnimmt und eher so die Unabhängigkeit vom Strommarkt mehr in den Fokus gerät. Also dass man sich eigentlich von diesen Schwankungen am Strommarkt komplett unabhängig macht, indem man halt eben autark, netzunabhängig eben seinen Strom produziert. Da ist dann der Preisdruck etwas runtergegangen, sage ich mal, mit dieser LCOE-Diskussion. Das finde ich ganz interessant. Das ist so ein Trend, der jetzt so festzustellen ist. Ja, hier ist nochmal eine spannende Frage. Welche Herausforderungen erwarten Sie beim Umstieg vom Halbstarren auf den Starren, Kite? Ja, letztendlich ist es so, dass der halbstarre Kite nicht nur Vorteile hat. Er ist etwas leichter, er ist leichter zu reparieren, aber in der Beherrschbarkeit, in der Steuerbarkeit und insbesondere in der Simulation ist er eigentlich schwieriger zu handeln, weil die aerodynamischen Eigenschaften des starren Flügels A im Voraus besser berechnet werden können und das aerodynamische Verhalten in unterschiedlichen Flugsituationen von dem starren Flügel eigentlich einfacher ist abzubilden und auch flugregelungsmäßig. Wir haben diese Flügel jetzt aus dem Test rausgenommen wieder, weil unsere alte Testanlage aufgrund etwas höherer Anströmgeschwindigkeiten, die brauchen, etwas stärker belasten und damit uns die Erprobung ein bisschen erschwert haben. Also um es kurz zu machen, wir erwarten da eigentlich keine besonderen Hürden, wenn wir mit diesen Flügeln wieder in die Erprobung gehen. Okay. Hier ist auch nochmal eine interessante Frage. Da ist jemand so begeistert. Der fragt nämlich, ist eine freie Mitarbeit, Unterstützung bei Enerkite möglich bzw. gewünscht? Das kann ich vielleicht kurz beantworten. Also gerne einfach eine E-Mail mit den Eckdaten an uns schicken. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bereich und wie man unterstützen kann, aber sehr gerne. Wir sind natürlich gerade auch auf der Suche. Es läuft ja ganz gut mit dem Crowdfunding bisher und deswegen gerne haben wir jetzt wieder mehr Kapazitäten für sowas. Super. Jetzt muss ich ein bisschen auswählen. Wir haben nämlich schon 18 Uhr, dass wir nicht zu stark überziehen, nämlich vielleicht noch 2, 3 Fragen. Mit den aktuell angenommenen Eckdaten lohnt sich die Investition in das 200er-System auch bei Einspeisung ins Netz ohne Eigenverbrauch? Ich meine, das ist grenzwertig. Auf die aktuellen Strompreise an. Also wir haben das für ganz basic Modelle für
Kunden haben wir es ausgerechnet. Das hängt vom Standort natürlich auch ab, den zu erwartenden Vorlaststunden und dann dem Strompreis, der gezahlt wird. Aber es kann, genau, kann auf jeden Fall sinnvoll sein, aber es muss man genau betrachten. Okay. Dann hier nochmal eine Frage. Es war doch immer ein Argument, dass der Generator am Boden statische und damit Kostenvorteile von Airborne Wind gegenüber großen Mühlen hat. Das bildet sich jetzt in den Gestehungskosten nicht mehr ab. Warum? Ja, also es ist ja jetzt so, dass die großen Mühlen halt immer größer werden und damit halt natürlich auch viel effizienter werden. Der Entwicklungsvorsprung ist ja sehr groß in der Optimierung dieser Anlagen. Es ist so, dass wir eigentlich das jetzt nicht mehr als einen Ersatz für herkömmliche Windräder sehen, diese Technologie, zumindest nicht im Fokus, sondern wir bedienen einen Markt und Anwendungen, die für die herkömmlichen Windräder überhaupt nicht mehr erreichbar ist, weil die einfach viel zu groß sind, viel zu aufwendig sind. Und dadurch sind wir auch gar nicht in Konkurrenz jetzt unbedingt mit den Mühlen, jetzt, so wie es jetzt da ausgerückt worden ist, sondern wir haben einen völlig anderen Markt, der eine ganz andere Preisstruktur hat. Ne? Also wenn man jetzt auf Diesel sich zum Beispiel nur mal sich anschaut, wie da die Preisstruktur ist, da sind wir sofort bei also mindestens über 20 Cent. In vielen Bereichen sind wir bis zum 50 Cent, bis zu einem Dollar. Was die Stromgestehungskosten angeht von Diesel. Und die sind auch sehr unzuverlässig. Ne? Man denkt ja immer, Diesel, da drückt man auf den Knopf und dann läuft er los. Aber die haben auch eine Nennlastverfügbarkeit von 40-50%. Ne? Ja, habe ich mal geguckt. Und weil die halt auch mal ausfallen, weil die Versorgungslage oft nicht besonders gut ist. Ne? Und das heißt, das ist für uns eigentlich interessanter. Und das sehen auch die Energieversorger so und auch die Windparkbetreiber, mit denen wir in Gesprächen sind, die sehen das inzwischen auch so, ne, dass wir da ein anderes Segment abbilden mit dieser Technologie. Und okay. Genau, ich will noch ganz kurz vielleicht dazu was ergänzen. Also es bildet sich dann ja ab, also man vergleicht ja keine 100-kW-Anlage mit einer jetzigen Windkraftanlage und in den Rechnungen, wie wir sie haben, bildet sich das dann, also die großen und größeren Anlagen kommen ja dann immer näher daran hin, an die jetzigen Windräder und in einer gewissen, also in einer vergleichbaren Größe bildet sich das dann eben im minimalen Centbereich nach unseren Berechnungen schon ab. Das ist nur eine Frage der Vergleichbarkeit. Ihr seid naja noch nicht ausgereizt, ja. Dann würde ich jetzt sagen, es sind zwar noch einige Fragen im Chat. Ich finde auch super, wie lebendig der Chat heute ist. Sehr gute Fragen und viele Fragen, aber aufgrund des zeitlichen Fortschritts würde ich jetzt noch mal eine letzte Frage, nämlich zur Finanzierung, die auch anfangs schon gestellt wurde, herausgreifen. Also zum einen macht er ja jetzt mit uns eine digitale Finanzierung. Was wollt ihr damit erreichen? Also insgesamt das Finanzierungspaket wären ja 4 Millionen Euro. Über unsere Plattform sollen es 1,5 Millionen sein. Was schafft ihr damit? Und zweite Frage, auch wieder zur Finanzierung. Für die Markteinführung braucht ihr nochmal einen deutlich größeren Betrag, über 20 Millionen Euro. Wie ist denn das geplant? Was sind da für konkrete Schritte angedacht? Also wir suchen Finanzierung auf verschiedenen Wegen. Also das Crowdfunding ist eine Schiene, die uns schon mal auf diese 1,5 Millionen bringt, die dann gespiegelt werden auch mit entsprechenden Förderprogrammen, sodass wir hier also auch schon sehr nah an die Durchfinanzierung kommen für den Prototypen. Es werden ja jetzt auch schon Teile bestellt für den Prototypen. Also wir sind jetzt schon dabei. Wir haben Materialkosten jetzt und Fertigungskosten für Prototypen von ungefähr 400.000 Euro kalkuliert. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht fahre, ich verliere. Ja, und also die Crowd ist sozusagen nur eine Seite. Wir haben die Förderprogramme noch am Laufen. Eins ist ja gerade bewilligt worden. Und wir sind natürlich parallel auch weiter dabei, größere Tickets zu bearbeiten. Das sind dann eben jetzt auch mal die Business Angels, aber vor allen Dingen sind wir dabei, jetzt strategische Investoren anzusprechen. Das sind eben diese besagten Windpark-Entwickler und Betreiber, mit denen wir im engen
Gespräch jetzt sind. Das dauert aber auch eine Weile und da kommen wir dann auch in den Bereich dieser 25 Millionen Finanzierung, wenn das klappt. Und wir kaufen uns mit der Crowd, das muss man auch sagen, etwas Zeit, um sozusagen auch ins Closing zu kommen von diesen größeren Tickets. Das dauert ja dann auch mehrere Monate, bis man dann Closing hat. Und in der Zeit gehen wir auch auf Impact-Investoren zu. Da haben wir eine ganze Liste. Aber das sind eben Sachen, da kommen wir wahrscheinlich zum Closing im zweiten Quartal 23. Das ist so das Ziel. Ich hoffe, das konnte das etwas beantworten. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, damit lassen wir es für heute bewenden. Ich darf mich bedanken bei euch natürlich, dass ihr euch den Fragen gestellt habt und für die Präsentation, dem ganzen Team von Enerkite und natürlich auch bei den zahlreichen Teilnehmern, Investoren oder auch potenziellen Investoren, auch bedanken für die Aufmerksamkeit, die Geduld, die vielen Fragen. Und ich wünsche uns allen auf jeden Fall einen guten Abend, euch aber auch natürlich Erfolg weiter mit Enerkite und auch Erfolg beim Funding. Also Ziel dieser Veranstaltung ist ja auch, Investoren zu begeistern fürs Funding. Ich hoffe und denke, dass ihr ein sehr gutes Bild abgegeben habt und wünsche euch viel Erfolg beim weiteren Funding. Dankeschön. Ich wollte noch eine Frage, die Fragen, die jetzt nicht beantwortet sind, werden die im Nachgang noch, also sollen wir die im Nachgang noch beantworten oder ansonsten würde ich anbieten, wir haben ja das Kontaktformular auf unserer Webseite, dass man die Fragen gerne noch stellen kann im Nachgang. Sehr guter Punkt, also alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden konnten, bitte an das Kontaktformular schicken auf der Website Fundernation, www.fundernation.eu. Da gibt es genau, das Enerkite auch. Oder das Enerkite, also oder die Enerkite-Seite geht auch natürlich. Und dann würde jede Frage auch beantwortet werden. Das haben wir hiermit versprochen, sozusagen. Wunderbar, klasse. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank an alle und einen schönen Abend. Ja, danke schön. Dank. Dankeschön. Euch auch. Dankeschön für die Zeit. Tschüss.